Was denn der Cappuccino? Jetzt gibt's noch schnell einen Cappuccino. Ansonsten geht hier gar nichts. Ja, es ist jetzt voll früh, viel zu früh. Mein Kopf kann noch nicht denken. ja, wir gehen gleich zur Fashion Week Show. Und ja, mal gucken. Das ist unsere erste. Ich war gar nicht gesehen, Mann. Schön den Arsch. Auch direkt im Hinterlein gehalten. Du musst auch tupfen. Erstmal eincremen und dann tupfen. Alles, auch oben und so, ne? Alles auf dem Auge, ums Auge herum. Voll cool. Ist mein Outfit überhaupt cool? Cooles Frühstück. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oh, was? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Er soll 15 Minuten da sein. Links. Oh, es ist hell. Maske. Achso, du bist doch viel größer als ich. Ja. Was ist Matten, ey? Richtig. Hä? Kannst du so filmen sonst dann immer? Ja, so finde ich das gut, warte. So. Nee, so. Ja, ja. Nee, ich will nur dein Kind drauf haben. So, wir sind gerade in der Concept Area. Hier sind auch noch ganz viele Marken, wo man irgendwie sich stylen lassen kann und so. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Ich will noch einen Kaffee und ich will auch einen Cocktail. Kann man jetzt schon einen Cocktail trinken? Ich weiß nicht, ob es spät ist. Ich glaube, es ist noch nicht mal 12. Ich jetzt 3. Was soll da mit Kaffee rein? Ich weiß nicht, ob das in der Vagina was ausmacht. Achso, da sind nur 2 erlaubt. Oh my gosh. Was ist denn mit so einem Cocktail oder nicht? Und wie fandst du es?
richtig geil. Die Show war so nice. Okay, jetzt sehe ich gerade. Ist schief, ne? Richtig geil gesungen. Die Sängerin und gerappt. Die Outfits waren auch nice. Auf jeden Fall geil. Hä? Auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen die Vintage-Läden abchecken. Oh, geht ja morgen los, ne? Ja, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Heute waren wir so nach der Show und so nachher noch zum Event und ja, wir wollen uns aber die nächsten Tage dann, wo ein bisschen weniger geplant ist, auch noch mal Zeit zum Vintage-Shoppen nehmen. Ein bisschen chillen, mit Leuten treffen und ja. Also, es geht jetzt los! Los! Ja, ja. Los! Ja, wir waren jetzt nach der Fashion Show wieder ein paar Stunden zu Hause. Beziehungsweise eine Stunde gefühlt. So ein bisschen müde, haben uns gerade noch einen Kaffee gemacht. Und jetzt werden wir schnell was essen gehen, weil wir nachher noch zu so einem nice Dance-Event gehen von Red Bull. Und wir freuen uns schon sehr darauf. Wir sind super gespannt, wir waren noch nie bei sowas. Und ja, wir haben uns natürlich noch so ein fancy, chilliges Outfit angezogen. Machen wir uns jetzt noch kurz fresh, fertig und dann geht's los. Oh, scheiße, ich dachte, ich komme rein, ohne den Schnürsenkel auszumachen. Ich habe keine Ahnung, was da auf dem Event abgeht, aber ich glaube, da muss man ein bisschen cooler aussehen. Deswegen ziehe ich mich jetzt chillig an mit meiner neuen Latzhose. Hast du schon ein paar Dance-Moves drauf? Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich werde bei dem Dance, das ist wie so ein Dance-Battle. Und ich werde da auch dran teilnehmen. Ich habe da auch schon ein paar Dance-Moves zu gelernt. Zeig mal. Beeilen, weil wir jetzt schnell noch was essen gehen müssen und ich will zu diesem Italiener, weil ich gesehen habe, dass es da geile Pasta gibt und ja. So. War das der Move oder was? Ich hab schon ein bisschen. Hey, war voll stopp. Ja, der aus, das ist auch nice. Achso. Ja, das war auch schon gut. Stop Flakes. Ah. Okay, alles klar, wir müssen los. Genau, ich werde da auf jeden Fall das Finale gewinnen und ich bin voll warm. Genau. Ach, du denkst so voll fresh und ich mit Hemd und... Ja, warte, zeig, können wir keinen Spiegel. Du siehst viel zu businessman-mäßig aus. Du musst cool und edgy aussehen. Wo sind deine Sneakers und deine King-Shirts und dein Dance-Move? Wo ist jetzt... Nee, jetzt zieh mal lieber Sneaker an. Die Schuhe sind doch kaputt. Guckt euch das mal an. Wie kann man denn damit rumlaufen? Was soll ich jetzt Sneakers anziehen? Ja, irgendein cooles Vintage-Shirt und irgendwelche Sneaker. Ach so, ich dachte, du kannst dich da passend anziehen. Ach so. Und? Mhm. Sehr geil. Richtig schönes Wetter auf jeden Fall. Meine Haare sind klitschnass. Schön Vintage shoppen. Nicht mehr Vintage shoppen. Ah, die schließen eh in 3 Stunden schon wieder. Ganz normal, wie wir jetzt sind. Kommen wir wieder nicht früher los. Wie sehr gute Laune. Etwas nervig und ich habe keine Kapuze. Kann man mir mal seinen Regenschirm geben? Na, was ist heute für ein Tag? Ich bin voll müde, ey. Und es regnet den ganzen Tag.
Ich hab nicht mal Kraft zum Vintage-Shoppen. Keine Ahnung, ich glaube, ich brauche einfach was zu essen und Schlaf. Ja, die letzten Tage war so viel los, ey. Jetzt muss ich mich auch mal wieder entspannen. Mein Körper hat alle Energiereserven aufgebraucht. Mal eine Serie gucken. Ja. Man macht sich auch selber mal so einen Stress, oder? Auf jeden Fall. Ja, wenn man irgendwo in einer anderen Stadt ist oder, weiß ich nicht, im Urlaub, dann hat man zumindest bei mir immer so, dass ich das Gefühl habe, dass ich jede Sekunde komplett ausschöpfen will. Und dann bin ich immer richtig sauer auf mich, wenn wir erst so spät losfahren oder irgendwo hingehen. Kommt man sich so schlecht vor, wenn man dann einfach mal nur entspannt, so in der Unterkunft oder so. Aber wir haben uns ja extra ein paar Tage mehr genommen, damit wir auch mal entspannen können und nicht so einen Druck haben, die ganze Zeit irgendwas unternehmen zu müssen oder unterbrochen. Aber man braucht auch Zeit zum Resten. Voll das hässliche Ding hier auf. Ich weiß, deswegen sieht es ja auch so niedlich aus. Was ist das hier? Aber ich feiere es mit dem Orangen im Schwarz. Hast du jetzt den Sportzeug vergessen, dann kriegt man immer noch so ein T-Shirt von der Schule. Ich kann einfach nicht genug Adidas Vintage. Das ist geil. Kratzt ein bisschen, habe ich schon befürchtet. Bisschen groß. Schulter. Schulterpuls da. Ja, was ist das hier? Warum ist das da? Kann man das nicht wieder rausschneiden? Ich weiß auch nicht, ob das so ein Kissen ist oder ob das so. Ab, gehen zum nächsten Laden. Ey, aber der ist schon ziemlich geil. Warte, ich zieh den mal kurz über meinen Pulli. Der ist von der Farbe halt voll geil. Richtig nach Vintage-Sportshirt und ich hab, dieses Shirt habe ich schon richtig geil oversized in Rot und ich habe mich absolut in diese Farbe verliebt, aber es ist einfach so winzig und ich hasse es, wenn T-Shirts eng sind. Vielleicht mache ich einen Tanktop draus oder so. Oh nee, jetzt nicht, dass die Wespen uns die ganze Zeit angreifen. Waiting for our berry and fruit pancake tower and an oatmeal cappuccino. Hast du noch eine kleine Weisheit? Weisheit des Tages ist es. Feel free with your pancake tower. Oh my god. Number 3 of the day. Hallo, das darfst du nicht so laut sagen. Haben die hier einen Esslöffel reingepackt oder was? Mhm. Halt echt. Wie riesig dieser Löffel einfach ist. Ja, reingegangen, damit die Wespen uns nicht mehr angreifen. Geil. Mutti sagt natürlich immer, man muss sexy und weiblich angezogen sein. Das Gegenteil davon. Stress. Ja, zusammenkommen.
und gemeinsam das verteidigen. Was machen wir jetzt hier? Ein paar analoge Bilder knipsen und noch ein paar digitale, falls sie analog nichts werden. Ja, das ist chill. Und jetzt Tränke. Und wie läuft die Auswahl so? etwas kompliziert, aber. Nummer 6, Nummer 8. Kaffeemaschinengeräusche im Hintergrund. Wir sind gerade noch in unserer Unterkunft in Berlin und heute ist leider schon der letzte Tag, also morgen fahren wir wieder nach Hause. Und ich chill gerade auf unserer Fensterbank, die ist richtig nice. Hier ist die. Ich wollte euch eigentlich eh noch dieses ganze Apartment hier zeigen, aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Wir fahren jetzt gleich Richtung Kreuzberg-Friedrichshain und wir wollen dann noch ein paar Vintage-Läden besuchen, wollen bei Fotocotti nochmal einen analogen Film abgeben, den wir gerade voll gemacht haben gestern. Wir haben zwar noch einen zweiten, den wollten wir eigentlich mit abgeben, aber der ist leider noch nicht ganz voll. Den werden wir wahrscheinlich heute noch knipsen, aber ja, allgemein einfach heute ein bisschen shooten nochmal. Wir wollen irgendwie nochmal gucken, ob wir so eine nice Rooftop-Bar finden. Wir sind heute Abend auch nochmal mit Freunden zum Essen verabredet und ja, gucken, was wir aus dem letzten Tag noch machen. Mann, ich bin voll müde. Und ich habe Unterleibschmerzen. Ich bin zum 15. Mal falsch gefahren. Was ist mit diesem Navi los? Nach 10.000 Jahren Parkplatz gefunden. Ganz schlimme Gegend hier. Wir gucken jetzt hier nochmal ein paar Vintage-Läden an, gucken uns die Gegend ein bisschen an und dann wollen wir noch, hallo? Ich bin noch woanders lang gegangen. Dann wollten wir noch in so eine Rooftop-Bar, die heißt irgendwie Klunkerkranich. Mal gucken, checken wir das mal ab. Hoffentlich ist es ein geiler Blick über Berlin. Oh Mann ey, ich habe Unterleibschmerzen und will jetzt endlich in dieser Rooftop-Bar sitzen. Kleinigkeit essen und ich bin auch richtig grumpy wegen meinen Tagen, ey. You just lay there, you're concentrating on being there. And then you have him, like, he turns around and looks at you and you're like... So. Und schon ist Abreisetag. So, wir sind jetzt gerade aus unserer Unterkunft raus und haben alle unsere Sachen
runtergebracht und wieder fast einen kleinen Aggressionsanfall bekommen. Ja, wir fahren jetzt heute bald nach Hause. Wir werden nochmal ein bisschen unseren analogen Film kurz zu Ende shooten, irgendwie bei irgendwelchen coolen S-Bahn-Stationen oder so. Dann wollen wir nochmal ein, zwei Vintage-Läden besuchen. Ich weiß nicht, vielleicht holen wir uns noch einen Snack oder so und dann geht's schon nach Hause. Nochmal kurz zu unserer Unterkunft. Also, die war halt ziemlich teuer. Ich würde es mir jetzt persönlich die nicht mieten. Wir hatten ja einen Zuschuss von einem Kunden, deswegen haben wir uns die jetzt gegönnt gehabt, weil die halt auch eine nice Location hatte, weil hier so Friedrichshain in der Nähe vom Boxy und so, das war auf jeden Fall richtig nice. Aber irgendwie war die Einrichtung am Ende irgendwie ziemlich fake. Es sah irgendwie nach mehr aus, als es eigentlich war, und es war irgendwie auch nicht so super hygienisch. Also es war oberflächlich irgendwie alles sauber, aber irgendwie hat es dann im Schlafzimmer irgendwie so ein bisschen nach China-Essen gerochen und es hat irgendwie der ganze Nachtschrank geklebt und hinter den Möbeln waren irgendwie so riesige Staubwolken, wo ich mir so denke, okay, also ich bezahle jetzt eine Reinigungsgebühr, dann erwarte ich wenigstens irgendwie, dass man da einmal ordentlich durchsaugt. Aber ja, im Großen und Ganzen waren wir auf jeden Fall happy, aber ich würde sie mir jetzt für das Geld niemals mieten. Oder? Mhm. So, wollen wir noch mal ein bisschen shooten hier? 3, 4 Lieblingsposen. Ich krieg den Scheiß hier nicht raus. War noch ein oder so? Okay. Du hältst es da? Ja. Dann Lappen rummachen wir mal an. Oh, wir müssen runter. Gehen wir uns die Tür runter. Ich will jemals so rummachen. Ich krieg das von hier raus, Mann. Wow, look at that kitty. Vergiss nicht, Mann. Mona, fahr mal. So, wir wollten so richtig coole, sexy Fotoshoot, Fotoautomatbilder machen. Nee, das ist immer hässlicher geworden. Das ist einfach nur cringe, das kann man nicht mal angucken. Was ist das? Wie kann man denn so hässlich gucken, Mann? Wir wollten so richtig sexy sein. Das unten. Hallo, guck mal, guck mal, wir das, sind voll sexy. Guck mal das unten. Eingeschlafen einfach. Cool. Das ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich leg das hier hin und das ab wieder. Ja, das ist super geworden. Ja, wir probieren einfach beide, oder? Geil. Mhm. Das weiße Schokolade. Sorry, but I don't have much to say. Believe me anyway.